In unserem heutigen Video zeigen wir euch 10 KI-Tools aus Filmora 13, mit denen ihr zukünftig eure Videobearbeitung noch weiter verbessern könnt. Also bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video wollen wir wieder eure Kreativität bei der Bearbeitung mit Filmora stärken. Wir zeigen euch in diesem Video 10 KI-Tools aus Filmora 13, die es euch ermöglichen, eure Videobearbeitung weiter zu verbessern und vor allem dabei auch eine Menge von Zeit zu sparen. Falls ihr Filmora 13 noch nicht gedownloadet habt und wollt aber auch die 10 KI-Tools nutzen, dann checkt unten in der Videobeschreibung direkt den Download-Link aus. Also legen wir jetzt direkt auch los mit den 10 KI-Tools aus Filmora 13. Unsere erste KI-Funktion ist das KI-Bild, was wir euch vorstellen wollen. Von daher gehen wir in Filmora 13 hier auf die Stock Media und dort findet ihr hier den Punkt KI-Bild. Dort könnt ihr dann auf Starten gehen und schon öffnet sich dieses Fenster. Ihr habt nun bei dem KI-Bild auch eine deutlich verbesserte Variante im Vergleich zu früher, denn hier werden euch nun mehrere Bildvorschläge auch geliefert. Hier oben könnt ihr die Beschreibung von eurem KI-Bild eingeben, je detaillierter, umso besser. Dann könnt ihr hier das Seitenverhältnis auswählen. Und dann hier unten den Bildstil. Auch da stehen euch mehrere Bildstile zur Verfügung. Ich wähle jetzt einfach mal diesen Bildstil hier aus und gebe hier oben diese Beschreibung ein. Wir wollen also eine Großstadt mit vielen Lichtern und vielen Menschen. Das Ganze hochauflösend in 4K und nun klicken wir hier auf Erstellen beginnen. Anschließend daran habt ihr nun hier ein KI-Bild erzeugt, beziehungsweise um genau zu sein sogar mehrere. Diese werden euch jetzt hier angezeigt in dem Cyberpunk-Bildstil. Von daher haben wir im Prinzip genau das erzeugt, was wir auch wollten, nämlich eine Stadt mit vielen Lichtern und eben auch viele Menschen. Und diese Bilder können wir uns nun auch anschließend ganz einfach herunterladen und mit diesen Bildern hier in Filmora 13 weiterarbeiten. Habt ihr ein normales Video und wollt daraus eine Zeitlupe machen, wie zum Beispiel hier, also die Geschwindigkeit um die Hälfte reduziert, seht ihr schon selber, dass dieses Video etwas hakelig wirkt und einfach nicht so flüssig aussieht. Um dem Ganzen jetzt aber entgegenzuwirken, klickt ihr Doppelklick auf das Video drauf und seid in dem Geschwindigkeitsfenster, wo ihr eben auch die Geschwindigkeit zur Hälfte oder sogar weniger reduzieren könnt. Und dann habt ihr hier unten die Funktion KI Rahmeninterpolation. Hier könnt ihr draufgehen und wählt dann die Funktion optischer Fluss aus. Vorher ist eingestellt Frame Sampling und so könnt ihr eben den optischen Fluss auswählen und könnt nun dann auch an dieser Stelle zum einen die Vorschau rendern oder falls ihr dieses Video direkt exportieren wollt, könnt ihr es exportieren und anschließend sieht es eben so aus. Die dritte Funktion ist die KI-Maskierung, die sich beispielsweise auch sehr gut eignet, um eben hier solche Personen freizustellen und dann eben auch besondere Übergänge zu erzeugen. Dafür klicken wir Doppelklick auf dieses Bild hier in diesem Beispiel drauf, gehen dann auf die Maske und finden dann hier den Punkt KI-Maskierung. Hier habt ihr dann verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel diesen Pinsel zu wählen, aber eben auch direkt das Motiv auszuwählen. Ich wähle jetzt hier diesen intelligenten Pinsel, stelle die Pinselgröße etwas größer ein und fahre jetzt im Prinzip hier nur bei dieser Person lang, also alles, was eben hier in unserem Abschnitt markiert bzw. maskiert werden soll, aber das wird eben markiert und schon seht ihr eben selbst, wird dann eben auch die Frau hier ausgeschnitten. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze eben etwas unschärfer wirken zu lassen oder eben auch zu erweitern, also die Maske etwas größer werden zu lassen und schon habt ihr das dann im Prinzip genau so. Ihr habt also die Frau hier freigestellt und könnt dann zum Beispiel auch hier ganz normal weiter dran arbeiten, zum Beispiel ein Thumbnail daraus erstellen, indem ihr zum Beispiel auch dann hier solche Bilder verwendet und das eben drunter legt, sie dann eben hier oben drauf und könnt dann auch natürlich hier an der Größe noch weiter arbeiten und eben auch dieses maskierte Bild ganz einfach hier hin und her schieben, so wie ihr es eben wollt und das Ganze natürlich auch noch farblich weiter anpassen. Also auch das ist ganz einfach möglich.
Um Objekte ganz einfach mit künstlicher Intelligenz freizustellen, könnt ihr hier in Filmora 13 beispielsweise Doppelklick auf das Video draufgehen, geht dann hier auf Video, auf die KI Tools und findet dort dann den Punkt Intelligentes freistellen. Klickt dort einmal drauf und klickt dann hier nochmal drauf und schon habt ihr auch hier euer Pinselwerkzeug, wo ihr nun eben dieses Tier beispielsweise hier direkt vom Anfang an einmal markieren könnt. Das Ganze wird dann eben hier auch freigestellt und ihr habt dann eben hier so ganz einfach diese Möglichkeit, wenn ihr das Ganze ungefähr so markiert habt, auch nochmal diese Teile, die dann fälschlicherweise markiert wurden, mit einem Radierer eben zu entfernen, dass diese eben nicht freigestellt werden. Dann könnt ihr im Prinzip das Ganze auch umkehren und so eben dann auch sehen, ja, ihr habt alles korrekt freigestellt. Ihr könnt auch hier speziell nochmal das Ganze transparent euch anzeigen lassen und eben auch allgemein die Farbe ändern, wie es euch eben angezeigt wird. Ansonsten könnt ihr auch die weichen Kanten hier noch einstellen, dass das Ganze etwas weicher ausgeschnitten wird und eben auch die Kantenstärke, also wie groß. Hier empfiehlt sich ja prinzipiell auch manchmal ein Wert zwischen 1 und 2, den etwas zu erhöhen, und anschließend geht ihr dann hier auf den erweiterten Modus und trackt das Ganze vorwärts, rückwärts, um eben auch alles von diesem Video mit einzufangen. Vor allem werden hier auch dann die Bewegungen verfolgt. Anschließend daran habt ihr also hier jetzt dieses Tier freigestellt. Hier oben ist zwar jetzt auch noch etwas hinzugekommen, das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Und nun könnt ihr dann zum Beispiel hier auch dieses freigestellte Tier hier an diese Stelle stellen und habt dann so zum Beispiel einen völlig anderen Hintergrund und könnt das eben so hier einfügen. Sieht doch toll aus. Habt ihr ausschließlich Personen in eurem Video, könnt ihr die ganz einfach mit der AI-Porträt-Funktion freistellen. Dafür klickt ihr Doppelklick auf euer Video drauf, geht ebenfalls auf die KI-Tools und hier habt ihr die Funktion AI-Porträt. Schon seht ihr, habt ihr die beiden Frauen hier einfach freigestellt. Das Ganze könnt ihr auch noch hier von der Kantendicke etwas ändern und eben auch die Kantenfeder, um das Ganze etwas ja, unschärfer an den Rändern wirken zu lassen. Und nun könnt ihr dann hier an dieser Stelle beispielsweise dieses Video eine Videospur nach oben legen und dann zum Beispiel dieses Video drunter legen. Schon haben wir diese beiden Frauen an einen ganz anderen Ort teleportiert. Falls ihr selbst beim Erstellen von euren Videos nicht kreativ seid, gibt es auch direkt bei Filmora 13 die Schnellvideo-Funktion. Wenn ihr Filmora 13 gestartet habt, direkt hier auf dem Startbildschirm klickt ihr auf die Schnellvideo-Funktion und hier habt ihr dann ganz verschiedene Vorlagen, die ihr verwenden könnt, um eben solch ein Schnellvideo zu erstellen. Klickt ihr dort drauf, wird euch auch direkt eine Vorschau von diesem Videostil angezeigt und ihr könnt dann beispielsweise direkt hier drauf gehen und könnt dann eben auch diese Vorlage verwenden. Klickt dann hier drauf und importiert hier ganz einfach eure Medien, die ihr dafür verwenden wollt, rein. Und geht dann auf Öffnen, anschließend klickt ihr auf Automatisch erstellen und euch wird dieses Video erstellt. Anschließend daran könnt ihr dann hier euer Video euch anzeigen lassen und habt vor allem auch hier die Möglichkeit, die Effekte weiter zu bearbeiten. Zum Beispiel könnt ihr keine Effekte einfügen oder eben auch nur die Titel und Übergänge beibehalten. Die Musik könnt ihr hier ändern. Zum einen könnt ihr eben hier die Lautstärke erhöhen oder eben auch senken, Ein- und Ausblenden wählen, also auch das ist möglich, und auch allgemeinere Einstellungen wie zum Beispiel die Textfarbe, die könnt ihr ändern. Hier drüben auf der rechten Seite habt ihr allgemein die Möglichkeit, zum Beispiel hier diesen Text zu ändern, das zum Beispiel jetzt einfach so zu ändern, also auch das ist ganz, ganz einfach möglich. Da habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten und könnt das dann eben in dieser Hinsicht hier auch anpassen, sodass dann am Ende euer Video so aussehen kann, wie ihr es wollt, aber ihr eben deutlich ja weniger selbst an diesem Video machen müsst. Auch könnt ihr nun anhand von Vorlagen ganz einfach ein Thumbnail bzw. Vorschaubild erstellen. Klickt dafür ganz einfach hier auf
dieses Exportieren und dann geht ihr hier auf die Miniaturansicht und auf Bearbeiten. Nun seht ihr hier euer Video und könnt anhand dieses Videos an eine Stelle gehen, welches ihr für eure für euer Thumbnail verwenden wollt und klickt dann hier auf Bearbeiten. Nun öffnet sich dann dieses Fenster und da habt ihr dann eben auch verschiedene Möglichkeiten, hier aus diesen Kategorien euch etwas Passendes herauszusuchen. Ja, wie zum Beispiel eben auch diese Vorlage, die könnt ihr dann einmal herunterladen und könnt dann eben auch direkt diese Vorlage hier auf euer Video ablegen und das Ganze entsprechend anpassen. Also ebenfalls natürlich auch von der Größe und natürlich aber auch von der Textfarbe. Also hier oben könnt ihr dann zum Beispiel eine ganz andere Farbe verwenden, wie ihr zum Beispiel hier unten verwenden wollt oder ähnliches. Also auch das ist ganz einfach möglich und könnt dann eben so euer Thumbnail anpassen. Eine weitere sehr wichtige Funktion in Filmora 13 ist der KI-Stimmenentferner, der es euch ermöglicht, am Beispiel von dieser Musik, wir hören einmal rein. Die Musik ganz einfach von der Stimme zu entfernen bzw. zu separieren. Dafür klicken wir rechtsklick auf unser Musikstück drauf und gehen dann hier auf den KI-Stimmenentferner. Nun wird dieser ausgeführt und die Stimme von der Hintergrundmusik separiert. Anschließend daran wird euch nun hier oben die Hintergrundmusik von der Stimme separiert abgelegt und ihr könnt jetzt die Stimme hier noch eine Videospur drunter legen oder eben drüber, wie ihr das gerne habt. Und nun hören wir uns das Ganze einmal an, hier einmal ohne Hintergrundmusik. Also wir hören ganz klar die Stimme und nun auch mal nur die Hintergrundmusik ohne Stimme. Also wie ihr hören könnt, ganz klar die Hintergrundmusik von der Stimme hier separiert. Fehlt euch für euer Video die passende Musik, könnt ihr euch die passende Musik auch ganz einfach mit der KI-Musik erzeugen lassen. Klickt also hier auf die KI-Musik und geht dann auf Starten, denn hier öffnet sich dann dieses Fenster, wo ihr hier oben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten habt, zum Beispiel nach der Stimmung zu suchen, nach dem Thema oder eben auch nach der Genre zu filtern. Von daher könnt ihr dann hier eben speziell gucken, zum Beispiel haben wir jetzt hier ein Sportvideo, wir gehen also hier auf Sport und können dann auch hier speziell die Geschwindigkeit von der Musik, die wir uns generieren lassen wollen, auswählen, niedrig, normal oder eben hoch bzw. schnell. Dann könnt ihr hier auch die Musikdauer einstellen, die ihr dann eben entsprechend von eurem Clip so anpassen könnt. Und das Ganze könnt ihr hier dann auch noch einstellen, wie viele Musikstücke ihr denn gerne generieren lassen wollt. Anschließend daran werden euch jetzt nun diese drei Musikstücke hier angezeigt, wo ihr dann natürlich auch immer noch mal reinhören könnt. Und anschließend könnt ihr dann zum Beispiel dieses Musikstück herunterladen und könnt es dann eben ganz einfach auch ablegen und für euer Video hier an dieser Stelle verwenden. In Filmora 13 ist es auch möglich, ganz einfach ein Video selbst nur mit Text erstellen zu lassen. Hierfür gibt es direkt auf dem Startbildschirm die KI Text zu Video Funktion. Klickt dort einmal drauf und hier habt ihr dann die Möglichkeit, euren Videotext einzugeben bzw. den Text, woraus eben das Video erstellt werden soll. Ihr könnt aber auch prinzipiell noch diesen Text erstellen lassen, falls euch auch dieser nicht einfallen sollte, denn hier habt ihr dann mehrere Möglichkeiten, diesen Text ganz einfach zu erstellen, indem ihr einfach nur ein Textthema eingebt und dazu eventuell noch weitere Details. Hier oben könnt ihr eingeben, welche Art von Text es sein soll und anschließend fügt ihr diesen Text dann hier hinzu. Natürlich darf der auch gerne länger sein. Wählt eine entsprechende Sprechstimme und dann eben auch das Videoverhältnis sowie eben auch die Sprachausgabe. Anschließend geht ihr hier auf Text zu Video und schon wird dieses Video anhand des Textes erstellt. Anschließend wird euch daran ein Video wie dieses hier erstellt. Unser Sonnensystem besteht aus der Sonne, ihren acht Planeten und deren Monden.
den Zwergplaneten und Millionen von Kleinkörpern wie beispielsweise Asteroiden und Kometen. Sie alle kreisen um die Sonne. Das waren unsere 10 KI-Tools aus FilmNoir 13, mit denen ihr in Zukunft eine Menge von Zeit sparen könnt und vor allem dadurch eure Videobearbeitung nochmal eine Stufe auf das nächste Level bringen könnt. Schreibt uns mal einen Kommentar, welches von diesen 10 KI-Tools euch am besten gefallen hat oder welche euch am besten gefallen haben, wenn es mehrere sind. Ansonsten soll es das von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.